as we turn my naked circles in the summer rain of truth. I will hold on to my gestures. Come, let them embarrass you. Sony gab mir die Möglichkeit, die Venice 2 noch vor Release in einem realen produktionellen Umfeld zu testen. Wir haben den 8,2K im XOCN XT Codec mit 16-Bit gedreht. Wir wurden dabei von Camelot unterstützt, die uns unter anderem die Signature Primes von ARRI zur Verfügung gestellt haben. Bisher gab es ja auch gerade in der Postproduktion große Skepsis gegenüber 8K. Jeder Pixel, der mehr berechnet werden muss, kostet am Ende des Tages Zeit und damit auch Geld. Allerdings hat die effizientere Codierung des XOCN-Codecs dafür gesorgt, dass selbst 8K-Footage mittlerweile sehr, sehr performant abspielbar ist, was natürlich ein großer Gewinn ist. Gerade im Bereich Denoising oder kreative Reframings in der Postproduktion. Ich bin froh, dass Sony am bewährten Venice-Gehäuse festgehalten hat und nur der externe Rekorder weggefallen ist. Das macht die Kamera nicht nur leichter, sondern auch kleiner, was wiederum ein Vorteil ist, wenn man mit einem Gimbal arbeitet oder in einer engen Situation im Auto dreht. Ein Vorteil für mich ist die Anhebung der Dual Base ISO auf 800 und 3200 ISO. Nicht nur, weil sie jetzt auch lichtstärker geworden ist, die Kamera, sondern auch, weil sie mit diesen 800 ISO in dem Range ist von 800 bis 1200 ISO, in dem ich mir gewohnt bin, mit digitalen Kameras zu arbeiten. Das Besondere an der Kamera ist, dass ich im ersten Moment gar nicht von einem ganz bestimmten Look sprechen würde, was aber für den Sensor und für die Kamera spricht, weil ich quasi alle Möglichkeiten habe, um daraus zu machen, was ich möchte. Die Kamera diktiert mir also nicht, was ich zu tun habe, sondern bietet mir durch die hohe Bittiefe, die effiziente Codierung und die hohe Auflösung eigentlich alle Möglichkeiten, die ich brauche, um selber zu entscheiden, was für einen Look ich machen möchte.